wartet ihr auch auf ein total cooles Ereignis und wisst einfach nicht, wie ihr die Zeit bis dahin totschlagen sollt? Dann geht's euch wie mir. Da ich im Laufe meines Lebens aber schon oft auf Dinge warten musste, denen ich heiß entgegenfieberte, habe ich über all die Zeit eine geheime Kampftechnik erlernen können. Pachau! Eine Kampftechnik, die einem Dinge aufzeigt, mit denen man besonders gut die Zeit totschlagen kann. Ja, nämlich einem Klappspaten. Alternativ auch einem dicken Stein. Oder ihr schubst die Zeit einfach die Treppe runter und wickelt sie danach in einen Teppich, um sie nachts im Moor zu versenken, wo niemand ihren verfallenen Körper jemals wiederfinden wird. Okay, ich weiß gerade gar nicht, ob wir irgendwie noch über dasselbe Thema reden. Jedenfalls bin ich mittlerweile eine Meisterin darin, die Zeit totzuschlagen und möchte euch heute in diese besonders hohe Kunst einweihen und bitte fragt nicht, wieso ich so einen dicken Stein in meinem Wohnzimmer liegen habe. Ja, doch, gibt tatsächlich bestimmt einen Grund dafür. Nee. Herumexperimentieren. Ja, ich denke, ihr wisst alle, was ich damit meine. An sich selbst neue Frisuren oder Styles auszuprobieren, kann je nachdem, wie ihr es anstellt, wirklich wundervoll und ausgiebig die Zeit totschlagen. Wenn euch das mit euren Haaren vielleicht zu radikal ist oder ihr gar keine Haare habt, dann versucht es doch mal alternativ mit der Soft-Variante. Und zwar mit eurem Style. Ja, das sieht doch eigentlich ganz passabel aus. Übrigens sind diese Tipps am besten umzusetzen, wenn ihr alleine daheim seid. Das erspart euch eine Menge Erklärungen und Peinlichkeiten. Alternativ, wenn ihr natürlich gar keinen Bock habt, euch zu bewegen, könnt ihr natürlich auch einfach die ollen Kosmetikprodukte mal ausprobieren, die ihr vor ungefähr 1000 Jahren mal geschenkt bekommen habt und die seitdem im Badezimmer ganz gibbelig eingestaubt herumliegen. Beispielsweise die Salzsäuremaske von Kneipp, die so wundervoll die Falten in eurem Gesicht entfernt und den Rest des Gesichtes gleich mit dazu. Umräumen. Ich denke, jeder von uns hatte in seinem Leben schon mal folgende Konversation. Mama, mir ist so langweilig. Dann räum dein Zimmer auf! Und vermutlich hat auch jeder von uns in diesem Augenblick gleich reagiert. Nein. Eine Sache, die aber wirklich Spaß macht und ganz wundervoll die Zeit totschlägt, ist nicht aufräumen, sondern umräumen. Extreme! Wow, der Raum sieht völlig verändert aus. Das ist so krass. Das ist so richtig Feng Shui, wenn ich das merke. Und hier auch diese Energie. Oh mein Gott, und es ist so viel Zeit vergangen. Bestimmt eine halbe Minute, aber es hat sich gelohnt. Oh, spielen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber gerade als ich ein Kind war, hatte ich das Gefühl, unheimlich viel Zeit in meinem Leben totschlagen zu müssen. Sei es, um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen oder auf meinen Geburtstag oder auch einfach nur bis zum Abendessen. Ja, ich habe auch schon als Kind sehr gerne gegessen. Und irgendwie ist mir das als Kind auch nie so schwer gefallen wie als Erwachsener, weil ich mindestens immer eine Sache hatte, mit der man ganz wundervoll die Zeit totschlagen konnte. Und das war Spielen! Heute klappt das zwar auch noch mit dem Spielen, hat aber irgendwie nicht mehr so denselben Spaßeffekt. Uiuiui, macht das einen Spaß. Ach du heilige Scheiße. Au! Neues Entdecken. Wenn ihr so unglaublich grandiose Blitzbirnen wie ich seid, zumindest was Erdkunde angeht, dann reicht es für euch wahrscheinlich auch schon oft, einfach mal den Atlas aufzuschlagen, um etwas völlig Neues zu entdecken. Ach, da ist Japan. Aber insgesamt macht es generell totalen Spaß, neue Sachen zu entdecken. Und weil man sich damit so herrlich lange auch aufhalten kann, ist es natürlich umso geeigneter, um damit die Zeit totzuschlagen. Alternativ nehmt ihr den Atlas und schlagt ihn von oben auf die Zeit drauf. Aber das ist kein Atlas, sondern ein Sachbuch über Japan und seine schönsten, aua, das hat wehgetan, Dinge, die man entdecken kann. Das hat wirklich wehgetan. Ideal wäre in dem Fall natürlich, ihr würdet sowas wie einen Wurmlauf finden, mit dem man in die Zukunft reisen kann, weil dann müsstet ihr gar keine Zeit mehr totschlagen. Alternativ gibt es da aber noch eine Sache, die mindestens fast genauso cool wie ein Wurmloch, mit dem man in die Zukunft reisen kann, ist. Nämlich ein neues Talent an euch entdecken. Yeah. Das Gute bei mir zum Beispiel ist, ich suche da schon so lange nach, dass einfach unglaublich viel Zeit damit totgeschlagen wurde. So um die 20 Jahre, wenn nicht mehr. Mal sehen, was könnte ich denn in diesem Raum hier nutzen, um ein neues, völlig unentdecktes, verborgenes Talent an mir zu entdecken? Oh, ein Stift. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, niemand kann so schnell mit dem Kuli klackern wie ich. Das ist absolut unglaublich. Flash, ah!
Ein positiver Nebeneffekt dabei, sollte sich bei der ganzen Sache noch jemand mit euch im Raum aufhalten, wird er spätestens nach ein paar Minuten so todesgenervt sein, dass der entweder mit euch anfangen wird zu streiten oder vielleicht sogar zu rangeln. Und auch rangeln und streiten macht, dass die Zeit total schnell vergeht. Ichi Deutsch nix, de? Dieses eine Gefäß, das wir wirklich alle haben. Ein mysteriöser Titel. Was könnte sie wohl meinen, Gibbel, 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 Gibbel? Und ich will euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen, denn dahinter verbirgt sich die ultimative Waffe, um Zeit totzuschlagen. Zum einen, weil es ein sehr schwerer und stumpfer Gegenstand ist. Und zum anderen, weil es so unglaublich ergiebig die Zeit totschlägt. Ich meine metaphorisch. Und ich frage euch, haben wir es nicht alle irgendwo daheim zu Hause rumstehen? Das Groschenglas! Oh, ist das schwer! Ich meine, womit kann man denn besser Zeit verschwinden, ich meine verstreichen lassen, als mit der Sortierung und Zählung des Inhaltes eines Groschenglases? Und das Schönste dabei ist, ihr werdet auch noch reicher bei der Zeit, weil ihr euch erst in dem Augenblick des Inhaltes des Glases bewusst werdet. Das war doch wieder kein richtiges Deutsch. Ich habe einen Liter Groschen. Ja, wie ist das mit euch? Habt ihr oder vielleicht eure Eltern oder Oma so ein Groschenglas zu Hause rumstehen? Ja? Nein? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Es gibt aber noch zwei gute Möglichkeiten, um die Zeit so richtig effektiv totzuschlagen. Zum einen wäre da Online-Shopping, vorzugsweise in meinem neuen Online-Shop. Da gibt es so unglaublich schöne Sachen. Hey, Schleichwerbung. Oder aber alternativ einfach YouTube-Videos gucken. Und damit ihr jetzt gar nicht erst groß rumsuchen müsst, habe ich gleich mal zwei sehr ergiebig und gute Videos für euch herausgesucht und bereitgestellt. Hier, zufälligerweise von mir. Ach, wie konnte das denn passieren? Und ich würde sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dahin und ciao.